Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Pet Battle Achievement und zwar finden wir das unter Haustierkampf und dann Kampf und dort haben wir den Erfolg Kampf auf den Dracheninseln 2. Dafür müssen wir folgendes machen: Schließt 8 Haustierkampf-Weltquests auf den Dracheninseln mit einer vollständigen Gruppe Haustiere auf Stufe 25 ab. Und das sind insgesamt, 8 Stück, die auch neu sind, also die sind neu dazugekommen. Und mittlerweile ist es ja so, dass wir in jeder Zone eine Pet Battle World Quest jeden Tag haben. Wie ihr seht, hier haben wir eine, da ist eine, hier ist eine und hier ist eine. Und bei denen ist es so, dass die switchen zwischen den neuen und den alten. Heißt, es kann sein, dass ihr ein paar neue und ein paar alte habt. Oder wie es in meinem Fall gerade der Fall ist, dass wir hier quasi nur neue haben und die müsst ihr einmal mit 25er Pets abschließen. Ich habe jetzt schon viel gemacht, die waren sehr einfach, die hatte ich jetzt am ersten Tag am Start oder die ersten 2 Tage und jetzt kommen hier noch ein paar andere und die, die ich gerade ausprobiert habe, die sind relativ knackig, deswegen dachte ich mir, komm, ich mache vielleicht mal ein Video für die Knackigen zumindest, dass ihr da so ein bisschen eine kleine Hilfestellung habt. Gut, ich würde sagen, wir starten jetzt schon mal in den ersten Kampf rein. Ich bin jetzt hier einmal in Taldrassos, wie ihr seht. Und hier ist quasi die Pet Battle Quest. Da sind überall Sterne am Start. Und übrigens, ich habe es nicht erwähnt gehabt, ihr könnt diese Kämpfe nur machen, wenn auch die World Quests da sind bei diesen neuen 8. Ne? Also ihr könnt die nicht an den anderen Tagen machen. Ihr müsst halt warten, bis die jeweilige World Quest da ist. Gut, und die World Quest hier, da stehe ich oben auf dem Plateau. Und jetzt habe ich mir schon mal eine Gruppe rausgesucht. Und die werden wir jetzt gleich mal testen. Also, ich habe die verfluchte Böhmerkatze. Dann haben wir hier die 2 ausgewählt. Da die 1. Hier die 2. Dann die Fähigkeit ist egal. Hier können wir die 1 auswählen. Da die 2. Hier die beiden sind egal. Hier brauchen wir quasi nur die 2. Und das ist auch wiederum egal. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Und schauen mal, wie schwer oder leicht das Ganze ist. So, als allererstes drücken wir hier Schleichen. Da machen wir nämlich 150% mehr Schaden mit dem nächsten Angriff. Und dann hauen wir die Dunkelheit rein. Da machen wir erstmal relativ viel Damage. Vor allem noch mehr gegen Drachkin. Und der ist ja ein Drachkin. Da wird sogar gewonshottet. Und wir haben noch einen Wetteeffekt, die die Heilung ein bisschen verringert. Das wird dann nachher noch interessant, denn hier der Mini-Algalon, der ist ja humanoid und dementsprechend kann der sich die ganze Zeit heilen, ne? Damit das so ein bisschen unterdrückt. So, wir machen jetzt die Geisterklaue einfach 3-mal. Zweites Mal. Und dann noch ein drittes Mal. Sobald der down ist, switchen wir dann. Also er switcht auch zum Mini-Algalon, das ist sein letztes Pet, was verfügbar ist. Und jetzt switchen wir einmal zu unserer blutroten Spore. Er hat jetzt übrigens einen Buff drauf, dass er 50% weniger Schaden kriegt, noch vom Vorpad. Und jetzt hauen wir als allererstes mal das Blendpulver drauf. Ist er nämlich so ein bisschen desorientiert. Jetzt schauen wir einfach, dass wir seine Buffs nämlich ein bisschen ablaufen lassen. Danach hauen wir das Explodieren rein. Kriegt einen Haufen Schaden abgezogen. Dann switchen wir zu unserem Dunkelmond-Zeppelin. Aktivieren das nächste Explodieren. Und dann hat er jetzt nur noch ein bisschen was an Leben. Und jetzt hauen wir einfach die Geisterklaue drauf. Und damit ist er gefinisht. Und ja, dann haben wir den Kampf auch fertig. Ist eine relativ nette Angelegenheit. Das Explodieren ist anscheinend, wird nicht verringert durch seinen 50% weniger Schadensbuff, weil wir keinen direkten Schaden machen, sondern wir tun 40% von unserem Leben quasi ihm abziehen. Und das geht anscheinend an dieser Schadensmitigation vorbei. Gut, haben wir den Kampf fertig und wieder eins mehr abgehakt hier fürs Achievement. Dann sind wir am nächsten World Quest Spot und zwar hier in der Küste des Erwachens. Und zwar haben wir hier Adinakon bei den Koordinaten 51, 72. Und wie gesagt, das ist nur ab, wenn auch die World Quest am Start ist. Und jetzt habe ich folgende Combo und zwar einmal den Dunkelmond-Zeppelin. Da brauchen wir hier nur die zweite Fähigkeit. Dann habe ich die winzige wandernde Bombe, haben wir auch die zweite Fähigkeit. Und dann haben wir das Wächterküken und da haben wir einfach nur die Dunkelheit dabei. Jetzt beginnen wir den Kampf und ihr könnt euch schon vorstellen, was passiert. Wir nehmen hier quasi das Explodieren. Zack, ratzen den ein bisschen runter. Dann holen wir die winzige Bombe rein. Hauen wieder Explodieren drauf.
Und dann holen wir als letztes unsere Eule rein. Und jetzt kommt die Dunkelheit. Und zack, da geht er down. Mehr ist es tatsächlich nicht. Das ist ein relativ einfacher Fight, würde ich mal behaupten. Dann sind wir jetzt in der Ebene von Onara. Und zwar haben wir hier Pfote des Donners als World Quest auf den Koordinaten 36, 52. Und dort habe ich mir auch schon ein Team rausgesucht. Und zwar haben wir Zitter, Stachel, Tiefen, Pirscher. Und dort nehmen wir die 2 und nochmal die 2. Dann haben wir den Gizmo. Da haben wir die 1 und nochmal die 1. Und dann den Mikrobot XD. Und da haben wir die 1, die 2 und nochmal die 2. Und dann legen wir mal los. Und das ist jetzt wieder ein einfacher Kampf. Einfach den Strudel rein. Dann machen wir das Schleichen an. Dann switchen wir zum Gizmo. Machen hier auch das Schleichen an. Dann kommt der arkane Spurt. Dann wechseln wir zum Mikro XD-Bot. Wir hier den Alarm anschmeißen. Nächstes kommt dann die Aufladung. Und dann kommt die Ionenkanone und da müssten wir ihn dann ordentlich wegjackeln mit. Zack, da geht er down und das war's schon, wie gesagt, relativ einfacher Fight. Und dann haben wir jetzt noch einen in der nächsten Zone. Dann sind wir jetzt als nächstes hier in der dritten Zone, Azublaues Gebiet. Und zwar haben wir jetzt hier die World Quest Eine neue Berufung auf den Koordinaten 19, 24. Da habe ich mir auch schon ein Team für rausgesucht. Und zwar haben wir einmal den Nexus-Welpling. Dann nehmen wir die 1, die 2 und die 2 mit. Dann haben wir Sturmgeborener Welpling. Da haben wir auch die 1, die 2 und nochmal die 2. Und dann haben wir noch den Einsiedlerkrebs mit einer zweiten Fähigkeit und der ersten Fähigkeit. Würde ich sagen, legen wir los und können einmal reinschauen. Also, als allererstes setzen wir den arkanen Sturm ein. Und zwar haben wir das hier. Danach machen wir die Mana-Woge. Dann machen wir wieder den Arkansturm. So, jetzt können wir den Schwanzfeger einsetzen. Im Endeffekt ist immer die Prio Arkaner Sturm als erstes, dann die Mana-Woge und wenn wir halt alles auf Cooldown haben, ne, dann müssen wir wohl oder über den Schwanzfeger einsetzen. So, jetzt können wir wieder die Mana-Woge raushauen. Lang macht das jetzt eh nicht mehr hier. Na, kriegen wir es noch einmal durch? Das hier ist halt immer ein Channel, ne? Das geht über mehrere Runden. Gut, der ist jetzt gestorben. Dann gehen wir jetzt hier wieder quasi auf den Arkansturm. Dann wieder die Mana-Woge. Der Krebs ist dann quasi einfach nur so ein bisschen Backup. Ja, seht ihr, den brauchen wir gar nicht. Wunderbar, und damit habe ich mein Achievement eingeheimst. Das waren jetzt mal 4 von den 8 Kämpfen. Die anderen 4 sind leider gerade nicht aktiv, aber die waren alle sehr einfach. Also da konnte ich mit irgendwelchen Random Pets spielen. Der einzige schwere war eigentlich der erste, den ich euch gezeigt habe.
Und solltet ihr jetzt Pets nicht gehabt haben, die ich jetzt bei den Kämpfen benutzt habe, oder tatsächlich Probleme bei den anderen vier, die ich als sehr einfach empfunden habt, haben, kann ich euch empfehlen, es gibt eine Seite, da habe ich jetzt auch einige von den Kombos rausgesucht, die schimpft sich einmal petguides.com und dann können wir hier oben auf Dragonflight gehen und dann hier World Quests und dann kommen wir hier quasi auf die Seite, wo ich auch gerade geguckt habe und dann könnt ihr dementsprechend euch diese Files raussuchen. Und dann können wir jetzt zum Beispiel mal einfach einen anklicken und dann seht ihr, welche Pets ihr quasi benutzen sollt und auch welche Fähigkeiten ihr, was ich eben auch angesagt habe. Und unten steht dann einfach die Combo, die ihr durchdrückt. Und es gibt dann auch hier immer noch Alternativpets, was es ganz schön macht. Ihr könnt dann, wenn ihr die eine Pet nicht habt, euch quasi hier die ganzen Alternativen anschauen. Das sind jetzt hier 10 Stück. Für Leute, die jetzt nicht so ein großes Repertoire an Pets haben, oder hier sind sogar 14, ist das, denke ich, mal eine schöne Sache. Genau, so viel dazu. Nochmal zu der Grundinfo. Ihr könnt, soweit ich das weiß, die Kämpfe nur machen, wenn die Pets auch wirklich als World Quest angezeigt werden. Werden die nicht als World Quest angezeigt, sind die Mobs anscheinend nicht da und dementsprechend könnt ihr dann das Achievement nicht machen. Bis auf den einen Kampf, den wir jetzt als erstes hatten, waren aber die anderen sehr, sehr einfach. Gut, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen damit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.